sind hier am gleichen Standort wie die vorherigen Jahre auch, präsentieren uns dieses Mal unter dem Motto Wolfgran More. More, wieso? Mehr als nur Hersteller von Turmdrehkranen. Ich glaube, es ist mittlerweile bekannt, dass Wolfgran sehr, sehr gute Turmdrehkrane herstellt. Es geht es dann um auch ein paar andere Bereiche, unsere Servicedienstleistungen vorzustellen, wie beispielsweise unsere ganzen Serviceleistungen. Gleich auch die Tatsache, dass wir eine der größten Mietflotten der Welt haben mit 700 Turmdrehkranen. Das wollen wir hier auch dieses Mal bewerben. Aber natürlich gibt es wie immer am Wolfkranstand auch tolle Krane zu sehen. Und hinter mir sehen Sie eine unserer Messe-Highlights, der Big Wolf 1250B. Das ist der größte Turmdrehkran bei uns im Portfolio. Er ist seit ca. 10 Jahren auf dem Markt, aber wir haben ihn nie im breiten Publikum vorgestellt. Er hebt satte 60 Tonnen in Dreistrangbetrieb und an der Spitze mit 80 Meter Ausleger noch knappe 12 Tonnen. Das ist schon eindrücklich, wenn man bedenkt, dass es ein voll modularer Turmdrehkran ist. Also kein schwerer Kran mit Sondertransporten, sondern ist so modular, so einfach aufgebaut wie jeder andere Turmdrehkran auch. Und ist eigentlich ein besonderer Stolz von uns, seit 10 Jahren auf dem Markt, weltweit schon aktiv, x-fach verkauft, zuletzt auch ein großes Projekt, Kraftwerksprojekt in Südafrika. Jetzt kommen wir zu unserer Messeneuheit, der Wolf 133B, ein hydraulischer Wipper. Der 125 Meter Tonnenklasse. Hydraulischen Wipper eignen sich besonders in innerstädtischen Baustellen, da sie sehr schnell montiert sind und für die Montage auch sehr wenig Platz benötigen und eben durch WIP-Ausleger natürlich auch bei innerstädtischen Baustellen engen Platzverhältnissen gut geeignet sind. Der kleine hier ist ganz flexibel, kommt mit einem 1,5 Meter Turm und einem 2 Meter Turm. Er kann mit zwei Hubwinden ausgestattet werden, entweder 28 kW Hubwinde und 45 kW Hubwinde. Die größere Hubwinde, da trägt er 8 Tonnen, maximale Traglast. Der kleineren Hubwinde, der 28 kW Hubwinde, trägt er an der Spitze bei 45 Meter Ausladung 2,6 Tonnen.